Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der LBG Schwarzen Pumpe im Nostalgie-Projekt mit Tom und Matze diesmal. Hallo. Grüßt euch. Ja, wir haben eine kleine Aufnahmesession. Jetzt ein, zwei Folgen wollen wir nur schnell aufnehmen, dass wir die Woche fertig haben. Und deswegen sind wir jetzt einfach nur mal zu dritt. Und der Wintereinbruch hat eingesetzt. Unglaublich. Es ist eine Atmosphäre gerade hier auf der Map. Es ist wirklich düster. Düster, man düster. Man muss mit Taschenlampe rumlaufen, damit man seine Fahrzeuge wieder findet. Ja, das stimmt, ey. Wahnsinn. Du. Wir waren als letztes mit dem Palettenhänger unterwegs. Ich. Den Palettenhänger habe ich gerade. Also ich habe den Auflieger zumindest. Ich habe gerade du holst halt das Öl zurück, genau. Warum? Was brauchst du denn? Ich wollte jetzt die restlichen Paletten, die da noch beim Obst rumstehen, wegfahren. Beim Obst? Kann ich das machen? Ja, nicht laut. Beim Obst, bei der Brauerei, stehen noch Paletten, genau. Obst und Brauerei stehen noch Paletten. Falls ich den Weg oder irgendwie die Straße finde, komme ich dorthin, ja? Jo, so schlimm ist es doch noch gar nicht. Alter Vater, ey. Naja, nee, aber, boah, krass. Krass, dass echt so jetzt der Wintereinbruch hier einsetzt. Ich finde das cool. Fällt mir sehr gut. Also Brauerei und Obst, ja. Habt ihr schon die Ölpalette stehen? Die Ölpalette steht beim Händler. Ja, der bin ich ja gerade auf dem Weg hin. Deswegen frage ich. Ja. Die ist gekauft, meines Wissens. So, ist quasi noch die Wartung an meinem B-Truck zu Ende durchgeführt werden kann. Und naja, dann schauen wir mal, wann der erste Schnee denn auch liegen bleibt, ne? Aber ich glaube, die Schneeplane wird dann mit einmal generiert, oder? Ja, die wächst in drei Stufen. Einen Tipp gebe ich dir, mach bloß deine Schaufel nicht hoch. Nicht hoch? Ja, weil sonst hast du gleich Schnee drin. Ach so, okay. Ist ja lustig. Scheiße. Seid ihr alle beide mit dem Trecker und mit dem Frontladerkonsole unterwegs, hä? Ich bin mit dem Ural unterwegs. Achso, du mit dem Ural. Ja. Ich bin mit dem Johnny unterwegs. Ja, und ich sehe ja hinten den Trecker, der hat noch Licht an. Nein! Batterie. Unglaublich. Ist nicht wahr. So. Er springt noch an, ist natürlich ein Tino seiner, der da mit Licht noch rumsteht. Der hat mir da meinen Trecker schon wieder genommen. Und hat ihn mit Licht stehen lassen. Das ist ja unglaublich. Ich muss ja mal ein Machtwort aussprechen in der nächsten Aufnahmesession. Das war bestimmt der Tiger wieder. Wo ist denn der überhaupt, weil man von dem nichts hört? Ist er bei der Schnecke oder was? Wahrscheinlich. Ah. Du musst eine Reißleine um den Arsch kriegen, wenn du aus dem Trecker aussteigst, dass der Hauptschalter ausgeht. Das wäre natürlich kein schlechtes Ding. Apropos Hauptschalter, das habe ich mir in mein Auto jetzt anbauen lassen. Ein Hauptschalter? Ja. Zum Abschalten? Dass ich komplett alles abschalten kann. Okay. Was hast du für ein Auto? Ach, ein ganz einfach, ein Stück normaler Nissan. Okay. Und warum hast du das einbauen lassen? Also hat das jetzt... Weil wegen meinem Beruf. Ah, okay. Ach so, weil du dann länger nicht da bist, oder? So sieht's aus, Herr Kollege. Ja, dass da keine ungewünschten Stromabnehmer aktiv sind, ne? Ja. Ah, verstehe. So, Obst. Wer möchte denn das Obst haben? Jo. Ja. Oh. Mach mal noch beide Schweine oben sauber, dass die da auch wieder auf ja, rote Schrift zurückkommt. Also ihr seht schon, voll die Hektik hier vom Winter. Ich bräuchte mal eine ganz kurz gemietete Gabel. Palettengabel. Wir haben den Game Extension drauf. Den kannst du mit der Hand aufheben normalerweise. Ja, okay. Game Extension ist drauf. Sollte mit der Hand easy gehen. So, fahren wir das Gemüse hier zu Hause. Das Obst. Dann gucken wir mal, was beim Bier los ist. Und dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Wir haben gutes Geld zur Zeit. Ich kann die Palette nicht hochheben. Du musst die Game Extension, glaube ich, einstellen erst, oder? Ja, da musst du erst die Gewicht noch zugeben. Oder? Ich sag mal die Key-Taste bitte. Ich weiß gerade gar nicht. Hier. I? Nee, ich glaube I irgendwie war das. Vielleicht können wir mal. Musst du erst das Gewicht hier auf die Zehen stellen, damit du auch die Last heben kannst und. Genau.
Alter, ist das ein Wetter. Es ist 6.49 Uhr. Ist ja der Wahnsinn. Also ich kann ja gar nicht, also bei mir kann ich gar nicht anstellen. Warte, ich komm vorbei. Bitte du einfach mal in den Johnny. Das ist so und so hier oben die Richtung lang. Ich musste da... Beine. Achso. Weil wie gesagt, ich kann die nicht aufheben. Ja. Gar nicht. Hahaha, ja gut, ja. Noch nicht mal sag schon hier, mit dem Autoload. Geht nicht. Was? Ja, ist kein Witz. Warte mal, ich switch mal rein. Nee, ich bin jetzt gerade draußen, drinnen. Das geht gerade nicht. Aktuell Paletten. Paletten ist ja das. Ja, aber automatisch laden hast aktiviert. Ja, kannst reingehen. Probier. Bitten. Ja, das kann sein, dass die Palette, dass die wieder anders ist. Warte mal. Bei dem Wetter musst du schon bitte gut wissen, wo die Berge sind. Die Palette kannst du auch mit der Game Extension nicht aufladen. Du musst, ja, die muss mit dem Stapler. Naja, dann mieten. Warte, soll ich machen oder mach selber? Also ich kann's nicht. Nee, soll ich dir eine Gabel? Warte, ich miete kurz. Ja, eine Gabel. kann einfach mal eine Gabel, dass ich eine Gabel habe. Oder. Liegt da. Danke. So. Was haben wir denn hier für Bier? Das war das. Grün weiß man gar nicht. Halt. Nur ein Ahnen, wo es lang. Also, es ist schon Wahnsinn. Nur Ahnen, wo sie ist hier. Wo ist die Gabel? Ja, wir hatten übrigens etwas. Ich glaube, es bleibt Schnee liegen. Ja, hier bleibt schon die ganze Zeit was liegen. Krass. Wie ist es eigentlich auf den Straßen? Bleibt teilweise liegen. Ah, okay. Aber nicht so schlimm wie auf dem Hof und so. Nee. Krass. Überall, wo natürlicher Boden ist, also normaler Giantsboden, bleibt es richtig dick. Alles, was hier Betonplatten und Straßen und so liegt, abhängig, wo der Originalboden unten drunter. Verstehe. Also kommt doch auf jeden Fall richtig, richtig heftig dann noch. Kannst du glauben. Okay. Ich dachte, wir hatten zu tun gehabt. So. So, einmal Bier zum Bauwagen, zum Obstbauwagen. Aber es wird dann schon wieder ein bisschen heller auch noch, ne? Ah, irgendwann mal. Ich muss mir die Kerze anmachen. So. Rumdrehen. Wie ist es auf den Feldern? Bleibt da oben liegen. Krass. Jetzt macht es echt mehr Sinn, in der Innenansicht zu fahren, ne? Siehst du mehr, also Moral siehst du ja mehr jedenfalls wie in der Außenansicht. Ja, das ist noch, aber auch ein bisschen mit Sinn der Sache und das macht aber auch Gaudi. Na, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, die brauche ich ja sowieso nochmal die Gabel, nehme ich sie mit runter, ne? Ja. Kann mir dann einer die Schaufel retour schicken? Ja. Ich hier den extra nochmal hoch. So. Zack. Zarab. So, ist natürlich gut Bier angefallen in der Zeit, weil wir ein bisschen vorgespult hatten, dass es jetzt mal vorwärts geht mit dem Winter. Wuppala. So. Das heißt, wir müssen noch ein zweites Mal fahren. Die andere Biersorte noch wegbringen. Da haben wir heute den Aufnahmetag am 1. Mai, einen Tag nach Hexenbrennen. Also, ja, könnt ihr mal in die Kurs reinschreiben, wie auch so ist Hexenbrennen oder Walpurgisnacht oder sonst wie ihr Maibaum das nennt.
beim Setzen, wie er das verbracht hat. Also bei uns haben sie ordentlich. Damals war ordentlicher Wind. Ja, hatten wir auch zu kämpfen. Ordentlich ist ein bisschen angegoogelt worden. Also Gartenanlage, Hecke weggebrannt. In einer anderen Gartenanlage haben sie einen Zaun weggebrannt, den mal der Wind nicht beachtet. Ja, weil sie halt den Wind nicht beachtet haben. Wow, wird es nicht immer. Also bei uns wird das immer von der Feuerwehr veranstaltet. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Das ist meistens der Feuerwehrverein, die Freiwillige Feuerwehr, was auch immer, die das Ganze dann halt das Maibaumfeuer oder das Maifeuer dann macht. Und auch eigentlich absichert, ne? Ah, bei uns ist Kommune, die musste die anmelden und da hatten sie bei uns im Ort, haben sie 236 Brauchtumsfeuer genehmigt. Natürlich immer zu den obligatorischen 15 bis 20 Euro Anmeldegebühren. Hm. Da hat es natürlich rundherum überall genebelt und da wurde natürlich nicht bloß Trockenes verbrannt. Es hat nur einige zeigen. Okay. Natürlich rundherum eingenebelt worden. Was dann natürlich auf Kabernack gemacht wird, dann da natürlich. Ja. Schaufel ist zum Hof zurückgesetzt. Schön, supi. So. So, ich werde jetzt schön langsam nach unten fahren mit der Palette vorne in der Gabel drinne. Hält man nicht auf dem Dings? Nein. Die Paletten sind doof. So, und jetzt müssen wir mal gucken hier irgendwo, entweder wir sind schon beigefahren. Ich glaube, wir sind schon. Ja. Ach, also ich kann ja eigentlich den Anhänger gleich mitnehmen. Bin nicht doof. Nach Dunkelheit E3 und hab Steinfahrt. Irgendwo hier ging doch der Weg hoch. Das ist nur eine Palette. Aber ich glaube, das Problem hat es doch auf woanders noch gehabt, oder? Was für ein Problem? Ich meine eigentlich Tino. Was für ein Problem? Dass die Palette die halt gehalten hat. Kann sein, ja. Ich glaube, ja. Also auf der neuen Map-Version, die rauskommt, sind die Paletten alle überarbeitet. Da passen da die Spanngurte auch. Die Paletten kann man stapeln. Und die Paletten, wenn die hier Loopings in der Luft drehen, die versenken haben. Bleiben dann außen Boden liegen. Oh. Okay. Gerade hochkonzentriert beim Fahren, ey. Ist gar nicht. Alter, kommt einer! So. Mach langsam. Komm dir entgegen. Ich fahr gleich hier durch. Sauer, ey, wo geht's denn jetzt hier lang, ey? Dass wir die Map schon ein bisschen kennen hier. Ist hier direkt eine Abladestelle drin in der MBO? Für was? In der Fabrik oben ist da direkt eine Abladestelle für Paletten. Wo kommen denn die Bierpaletten dahin? Hausen davor, wo die. Da steht so ein kleines silbernes Bierfass. Okay. Zwischen Fabrik und Werkstatt, MDS-Werkstatt. Ja, hab's. Eigentlich, Gino, das müsstest du doch langsam wissen, dass es an dem Fass abgeladen wird. Ja, das ist so eine Sache mit Wissen. Ja. So, gut. Also Bier ist ja auch erledigt in dem Sinne.
Und jetzt alles weg hier? Ja, der Trigger hat alles. Gut. Also biertechnisch habe ich alles erledigt. Obst auch. Ja, von daher. Eine Obstpalette stand hier noch rum. Hab ich jetzt beim Vorbeifahren noch gesehen. Ja, Bier stehen auch noch. Zwei Paletten pro Bier, glaube ich, weil ich habe zwei volle Anhänger weggefahren. Ach beim so, Obst gut. Ja dasselbe, der war auch randvoll. Deswegen aber, das wird ja nicht schlecht. So, aber wir sind auch erstmal fertig, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich schaut bei den anderen vorbei. Er ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Ciao.